Die Proben laufen auf Hochtouren für die Jubiläumsshow der Flying Steps. Hänsel und Gretel, Streetdance trifft Klassik, Opernsängerin auf Hip-Hop. Hier geht's gleich los im Admiralspalast in Berlin. Lilly und Tizi nehmen mich mit hinter die Kulissen. Aber wann wollt ihr hier auftreten? Also ich denke, dass wir definitiv in 2 Jahren auf der Bühne stehen werden. Aber bis dahin ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, wir zeigen dir jetzt erstmal, was Backstage und hinter den Kulissen so alles vor so einer großen Show passiert. Und während die Hauptdarsteller Hänsel und Gretel proben, werden hinter der Bühne schon die nächsten Szenen vorbereitet. Jeder Tänzer hat seinen eigenen Platz. Zwischen jeder Menge Technik tanzen sich die Darsteller warm. Wartan gibt auf der Bühne die letzten Anweisungen. Jeder Tänzer hat sein eigenes Kostüm. Und wie viel Zeit haben jetzt die Tänzer, sich von dem einen Kostüm zum anderen umzuziehen? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben einige Quick Changes in der Show. Das bedeutet, dass ein Tänzer von der Bühne kommt und wirklich nur ein paar Sekunden hat. Also das 20 Sekunden ist, glaube ich, wirklich das Kürzeste. Da muss ich auch schon mit dem Kostüm bereitstehen. Und da haben wir schon Techniken ausprobiert, das wirklich schnell anzuziehen. Amin tanzt in der Show ein Solo, das Männlein im Walde. In seiner Garderobe macht er sich warm. Ganz schön krass. Wie bereitest du dich denn auf eine Show vor? Also ich habe so eine halbe Stunde, 40 Minuten, so ein Programm, was ich immer mache. Ich höre dabei meistens sehr ruhige Musik, meistens so Meditationsmusik. Und dann habe ich noch mal eine Warm-up-Routine kurz vor der Show auf der Bühne, wo ich sowohl die Bühne teste, als auch meine Moves teste und praktisch alles noch mal warm mache. Amins Solo. Das Publikum ist begeistert. Die Show war einfach mega. Auf der Bühne will ich auch irgendwann tanzen.